Annette Hopfenmüller mit Kamerateam unterwegs in Oberfranken, um den Beweis anzutreten. Hier gibt's das beste Bier. Stimmt's, Team? Richtig. Wir brauchen nämlich kein gigantisches. Brauchen wir alles nicht. Denn wir trinken unser Bier in viel besserem Umfeld, umgeben von herrlicher Landschaft. Sieht man grad nix, aber im Sommer ist das reinste Idyll. Erste Station für unsere Beweisführung: Basilika 14 Heiligen im Landkreis Lichtenfels. Spitze ist bei uns die Atmosphäre. Die ist halt noch so richtig echt. Wir gehen jetzt zum Trunk. Das ist eine von diesen jahrhundertealten Brauereigaststätten, wie es in Oberfranken noch ganz viele gibt. Auf geht's. Andreas Trunk ist der Wirt und Braumeister. Er braut den besonders dunklen Nothelfertrunk. So, siehst du, bei uns braucht man bloß Anschlag. Ist natürlich nach die Wallfahrer benannt. In der Kirche sind die 14 Nothelfer. Und wenn die Wallfahrer kommen, die haben ja am Durst, also brauchen sie einen Nothelfertrunk. Und was ist jetzt das Geheimrezept? Das dunkle Malz und das Weihwasser aus 14 Heiligen. Ja, ja, ist schon klar. Die Stammgäste haben da eh ihre ganz eigenen Theorien. So viel Zeit muss sein. Ich sage immer, das Bier, das kommt, das hängen sie, weißt schon, wie die Flaschen ein rein in die Räucherkammer, damit es so schwarz wird. Das helle Bier wird am Tag gebraut und das dunkle wird nachts gebraut. Ne? Deswegen ist es dunkel. Prost. 10 Biersorten braut Andreas Trunk. Die Rohstoffe dafür bezieht er aus Franken und der Hallertau. Hier wird das Malz geschrotet. Für den fast schwarzen Nothelfertrunk braucht er aber eines, das bei besonders hohen Temperaturen getrocknet wurde. Da ist ein wenig ein Unterschied. Ui. Was ist der Unterschied zu den großen Industriebieren? Wir lagern unser Bier natürlich wesentlich länger als wie eine Großbrauerei. Denn die haben das Bier in 14 Tagen fertig und für uns beginnt nach einer Woche erst die Lagerzeit. Und nachher haben wir 6 Wochen Lagerzeit, bei einem Bock 10 Wochen, 12 Wochen und nachher geht das Bier erst zum Kunden. Jetzt wird's wieder helle mit frisch filtriertem Pilz. Wohl bekommt's. Fakt ist, von den 600 Brauereien, die es in Bayern gibt, sind allein 200 in Oberfranken und die brauen 1000 Sorten Bier. Das heißt, Oberfranken hat die höchste Brauereidichte in Bayern und somit eigentlich auf der ganzen Welt. Willkommen im ultimativen Bierballungszentrum. Unsere Weltkulturerbestadt Bamberg bietet in Stadt und Landkreis über 70 Brauereien. Absolute Spitze. Hier wollen wir Licht bringen in die Sache mit dem Reinheitsgebot. Wer hatte es denn nun zuerst, Oberbayern oder Oberfranken? Ein Fall für Professor Dr. Günther Dippold. In der Volkshochschule räumt der Historiker und Bezirksheimatpfleger von Oberfranken in seinem Vortrag über Bier auf mit aller Spekulation. Achtung, jetzt kommt's. Im vergangenen Jahr ging das wiederentdeckte Reinheitsgebot von 1489 durch die Medien. Die Anordnung des Bischofs Heinrich Groß von Trockau fürs Brauen dürfe, zitiere, nichts mehre, dann Malz, Hopfen und Wasser verwandt werden. Dieses bambergische Mandat enthielt noch keine ausdrückliche Festlegung auf Gerste, wie sie die bayerische Landesordnung von 1516 nannte. Mit Reinheit war es nicht weit bestellt. Andere Zusätze
Koriander und Lorbeer, Wacholder und Kümmel wurden in Bayern ein paar Jahrzehnte darauf wieder gestattet. Eine 500-jährige Kontinuität, wie sie konstruiert und in diesem Jahr gefeiert wird, gab und gibt es in Wahrheit nicht. Aha, keine Reinheit, aber Franken zuerst. Darauf trinkt man ein Seidler im Maßbräu. Und da ist es nicht nur super gemütlich, sondern Wirtshausmusik gibt's auch. Fränkisch Bier, den ich verzweifeln schier. Mir wär ganz ekelhaft bei Äpfelsaft, wenn ich nicht vor Oberfranken wär, trinker ich gar kein Bier mehr. Machet am Schluss a End, wär abstinent. Die Bamberger Volksmusikstars David Sahm und Rees Richter haben sogar ein ganzes Programm mit Liedern übers Bier. Die Lieder kommen zum Teil aus Oberfranken, zum Teil aus deinem Kopf zum Beispiel oder meinem, und aber auch aus ganz Deutschland. Ja, eben. Also wir haben auch teilweise Lieder, sogar aus Bayern haben wir ein sogar, paar aufgenommen. Also da macht man schon Unterschiede, oder? Oberfranken und Bayern sind zwei Paar Stiefel. Ja, freilich. Den Wirt und Braumeister von Marsbräu kennen Sie vielleicht schon. Ich bin der Stefan und hier bin ich daheim. Stefan Michel braut in schönstem Jugendstil-Ambiente. Sein Paradebier ist das U. Zwei U und ein Helles, bitte. Das ist die kürzeste Bierbestellung der Welt. Steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Der U ist ein bernsteinfarbenes Lagerbier mit einer schönen Malz-Honignote und durchsticht oder sticht heraus durch seine Hopfenblume im Abgang. Na, besser kann man es nicht sagen. Auf zu einem weiteren Bierhöhepunkt in Oberfranken, dem Staffelberg bei Bad Staffelstein. In den Dörfern rundum gibt es 9 Brauhäuser. Allein im zauberhaften Stublang, wo wir mal bei Kaiserwetter gedreht haben, gibt es 2 Brauereien bei 300 Einwohnern. Jetzt sind wir wieder hier. Und gerade da schneit's. Oberfranken hat nicht nur das allerbeste Bier, es hat auch die coolsten Brauer. Jawohl. Ja. 2 haben wir schon gesehen. Hier unsere Hitliste der Braumeister vom Staffelberg. Manfred Reichert braut Bier und macht Schinken. Deshalb heißt er auch der Metzgerbräu. Karl-Heinz Wehrfritz braut Bier und macht aus Rinderpansen saure Fleck. Ein hiesiges Traditionsgericht. In Stublang, wo wir gerade sind, betreibt Hubert Dinkel ein modernes Brauhaus hinter historischem Fachwerk. Während nur 2 Häuser weiter Thomas Hennemann sein Bier wie zu Großvaters Zeiten braut. Mit einer Maischepfanne aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Biermecker Bamberg klingt der Tag aus. Wir halten fest, in Oberfranken stimmt beim Bier halt nicht nur der Geschmack, sondern auch das Ganze drumherum. Deshalb ist ganz eindeutig klar, das beste Bier gibt's in Oberfranken. Punkt. Wir weisen alle in die Schranken, Bierweltmeister Oberfranken. Wir sind eins. ARD.